Huch, ja, was machen wir denn da im Hauptbildschirm? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir fangen nochmal eine neue Staffel an. Und zwar die letzte Staffel vor Cities Skylines 2, bevor das rauskommt. Ich habe mir nämlich in der einen Staffel gerade, die ich beendet habe, mit Meteoriten, habe ich die Staffel gut beendet. Und der fetten Flutwelle habe ich mir gedacht, komm, lass doch mal eine neue Stadt bauen, weil ich wollte die eine Stadt umbauen. Mit Straßenverkehrsnetz und so weiter und die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel wollte ich halt nochmal abändern. Hab mir aber dann gedacht, schlecht, bevor ich jetzt die ganze Stadt umkrempel, müsste ich die neu bauen, weil mir ist da dann teilweise schon die halbe Stadt kaputt gegangen. So ein bisschen. War schon auf dem Vormarsch zur Apokalypse. Und dann, ja, wir haben jetzt noch 1,5 Monate Zeit, etwa, bis der neue Teil rauskommt. Und in der Zeit machen wir einfach nochmal eine neue Stadt, bauen da ein bisschen rum, schauen nochmal, probieren ein paar Verkehrsnetze rum. Ich habe ja die ganzen neuen Sachen auch noch nicht gesehen, die ganzen neuen Updates, die da rauskamen mit diesen komischen Bussen, mit den Oberleitungen und so weiter und so fort, weiß ich alles gar nicht. Habe ich nicht gesehen. Ich wollte eigentlich Karten hier unten auswählen, aber da steht kaufen. Heißt, die Karten hier unten kann ich leider gar nicht verwenden. Dann müsst ihr die DLCs kaufen. Da sind aber auch nette Karten dabei gewesen. Zum Beispiel, glaube ich, dieses... Wow. Wo waren das? Hier, das sah geil aus. Können wir mal nicht verwenden. Deswegen suchen wir uns einfach mal was anderes aus. So. Gibt bestimmt noch was Geiles hier irgendwie. Vielleicht auch eine Karte, die wir bisher auch noch nicht bespielt haben. Die trotzdem cool aussieht. Wo wir auch nicht so viel Wasser haben, wo wir geil bauen können. Die hatten wir. Das war die im letzten Let's Play. Die sind halt alle so flach. Die unten sehen geiler aus. Ja, das ist halt eine Wüste. Das hier, zu viele Inseln, da kann man kein gutes Verkehrsnetz bauen. Das hier sähe schon gut aus, aber da haben wir keinen Fluss. Heißt, wir können keinen Staudamm bauen. Da hätten wir einen Fluss. Ich glaube, die wird's. Sollen wir die nehmen? Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Vielleicht auch irgendwie Autobahn. Ich glaube aber nicht. Nimm mal die. Die hätte auch alles. Hätte die ganzen Anbindungen. Nimm mal die. River. Der Terrasse. Die River Terrasse. Stadtname. Final Dropolis. Oh, dieses Ding. Wenn man das so nennt, weiß ich nicht. Final Dropolis. Ich schreibe es einfach so. Linksverkehr, nein. Rohstoffe, hätten wir alles. Beginnen wir. Starten wir mit dem letzten Let's Play. Mit der letzten Staffel. Also es ist eigentlich schon ein bisschen Nostalgie, gell? Weil 2015 kam das Game ja raus. 2015 haben wir auf diesem Channel angefangen, Cities Skylines zu spielen. Zu den Hochzeiten gab es, glaube ich, 2 bis, ich glaube sogar 3 Staffeln nebeneinander, die gleichzeitig liefen. Von Cities Skylines. Muss man sich auch mal vorstellen. Von Cities Skylines gab es 3 Staffeln. Droi. Ah, das ist ja voll geil. Schau mal, wir haben es sogar hier. Okay, das ist geil. Ja, es gab 2 bis 3 Staffeln, die gleichzeitig liefen. Bist nicht verarschen. 202. Warte. Sind nicht begrenzt. Kann man nicht begrenzen. Die Framerate. Oh. Ich hoffe mal, dass das Game, dass die Folgen jetzt nicht weggeblockt werden, irgendwie von YouTube, weil ich habe, ach, hier ist der Kreisverkehr, okay, geil. Plump. Warte, kann man das jetzt wieder, ich glaube, man kann es nicht rückgängig machen, oder? Toll. Aber warum ist denn der eigentlich, ist auf jeden Fall sehr interessant. Toll, das können wir auch nicht machen. So, jetzt. Wow, gleich Geld verschwendet. So mache ich es am liebsten. Ich wollte es nur mal testen, wie es war. Wie es ist.
Nein! Wir können keine Autobahn bauen. Ach komm. Entfernung zugeben. Wo kann man das? Man geht. Es geht doch irgendwie. Ich habe doch gesehen. Man kann dieses Viech hier aktivieren. Zu einem roten Ding. Und dann kann man doch irgendwie. Ah, so. Anarchie an und aus. Und wir spielen dieses Mal mit Mods. Weil ich testen will, wie es ist, mit Mods zu spielen. Weil ich halt bei den ganzen anderen immer auf YouTube sehe, ja, die spielen mit Mods, das sieht doch so gut aus. Die können so viel mehr machen. Und dann schaue ich mir immer meine Städte an und denke mir immer, toll. Klasse. Wir können zwar auch toll bauen, auch ohne Mods. Haben wir ja bisher immer so geschafft. Aber das... War das ein Fehler? Immerhin haben wir fließendes Wasser. Wir müssen ja die Gülle irgendwo auch hinleiten. Das wird es wieder spannend, eine neue Stadt zu beginnen. Aber wir haben immerhin über 100 Frames. 220 manchmal. Sieht man unten links, habe ich sie eingeblendet von Steam. So ein bisschen da. Wen es interessiert, wie viele Frames wir haben, da unten links sind sie so ein bisschen drin. So ganz grau und unauffällig. Ich glaube, oben rechts wären sie auch unauffällig, aber unten links ist okay. Da kommt man auch nicht drauf, kommen wir ja trotzdem jetzt, zack, zack. Und ich mache eher eh mal mit der Leertaste hier Playpause. So. Malam, malam, malam. Wie soll man jetzt anfangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Es gibt so viele Eindrücke. Da ist eine Ruine. Schön. Irgendwann ist sie auch weg. Und man könnte hier eine Industrie, irgendeinen Park hinbauen. Ja. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das anfangen soll. Weil der Anfang der Stadt, da habe ich immer Probleme. Immer Schwierigkeiten, ich weiß nie, wie ich die Stadt planen soll. Ob ich die jetzt, hier verbinden soll, dann zack rüber. Oder ist das zumindest erstmal der Anfang? Weil das Grundding, ich sage halt, ich mache das halt immer so, das Grundding von der Stadt ist halt, sage ich mal, immer gleich aufgebaut. Oder das bleibt immer bestehen. Heißt, die Einfahrt in die Stadt ist halt dann immer der Haupteingangsweg in die Stadt. Zumindest bisher gewesen. So. Was ich aber jetzt gerne machen möchte. So. Wir beginnen einfach mal mit einem schlichten Raster. So wie man es eh und je kennt. Ein ganz normales, billiges Raster. So. Dann gehen wir hier hin. Zack. Gehen wir hier raus. Jetzt möchte ich mal testen, wenn wir es hier einfach... Okay, das ist geil. Da muss ich wirklich sagen, der Kreisverkehr hier. Das Tool. Das ist geil. Komm, mach mal einfach so. So. Erreiche Meilensteine, yo. Ist natürlich die Frage, ich will das natürlich jetzt parallel haben, gell? Wie viel sind das? 40 Us. Zack. Hier nochmal. Okay. Jetzt wäre das parallel. Ich glaube, damit kann man gut arbeiten. Dann kann man hier vielleicht erstmal Industrie machen und dann hier Einwohner. Zack, zack. Dann hier erstmal so ein bisschen Industrie. Hier auch wieder Läden und dann das hier. So. Ich hoffe, dass es jetzt nicht laggt. Weil vorhin, wo ich mal testweise so diesen FPS-Booster und so weiter drauf hatte, da hat es halt dann, warum auch immer, angefangen zu laggen. Da hat dann irgendwie alles gelaggt, die Musik hat gelaggt. Hört man eigentlich die Musik?
Ja, hört mal. Ich habe nämlich jetzt mal so Lo-Fi-Musik aktiviert. Natürlich aus Apple Music. Deswegen hoffe ich mal, dass das Video jetzt nicht irgendwie gestrikt wird oder so. Und dass es wirklich lizenzfreie Musik ist, weil Lo-Fi... Mal schauen, ich lasse mich einfach mal überraschen. Wird spannend werden. Ach ja. Und geht es nicht? Ah, so. Dann zieh mal hier Wasser raus. Zack. Strom. Mach mal hier ein Windrad hin. Hier ein Windrad hin. Und mach mal dann hier noch eins hin. Und dann so. Ich glaube, die Stadt wird geil werden. Die letzte Stadt, es wird immer die beste. Okay, wir haben alles. Wir haben Wasser, wir haben Strom. Wir können die Leute bauen lassen. Abwasser haben wir auch. So. Die bauen direkt hier, wo kein Strom ist. Es gibt hier zwar Strommasten, aber keinen Strom. Nichts geht über grüne Energie. Hoffentlich geht der Bürgermeister seinen Weg mit erneuerbaren Energien weiter. Natürlich. Ich habe bisher immer... Ne, was heißt immer? Hin und wieder nicht, aber des Öfteren habe ich mich da schon erwischt, dass ich eigentlich recht oft grüne Energie gebaut habe. Sonnenenergie oder diese komischen Hightech-Stromteile, die es hier gibt. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Die Dinger hier auf Insulatum, die habe ich sonst immer verwendet. Die geben halt echt viel. Staudämme auch, aber hier kann man keinen Staudamm hinbauen. Hier fließt das Wasser sehr lang. Wenn ich da einen Staudamm hinbaue, dann... Ne, hier kann ich keinen bauen. Das ist jetzt nicht gerade Staudamm geeignet. Das gibt, oder? Vielleicht da? Weiß ich nicht. Das hier vielleicht, aber das staut es dann halt bis hier hinten und dann fließt das Wasser vielleicht nicht mehr weiter. Dann müsste ich vielleicht hier einen Staudamm hinbauen mit dem Bug, dass das Wasser immer oben drüber fließt und dann würde es gehen. Dann könnte ich da drüben einen hinbauen. Aber das wird halt dann auch nur mit dem Bug funktionieren. So, jetzt müssen die ein bisschen ausharren. Wasser und so weiter haben die, ja. Jetzt müssen sie halt ein bisschen ausharren, bis der Strom hier rüberkommt. Oder ich baue einfach hier kurz mal das Teil darüber. Und was ich jetzt auch mal gerne machen möchte, was ich sonst immer vergessen habe, Gebiete, oh, jetzt müssen, jetzt haben sie, glaube ich, gleich Strom, gell? Müsste passen. Ja, schauen wir jetzt. Jetzt haben sie Strom. Dass ich hier Gebiete erstelle und in den Gebieten dann vielleicht mal so moderne... Ah, können wir noch gar nicht erstellen, gut. Und dann halt so moderne Gebäude aktivieren. Weil es hat mich halt immer auch so ein bisschen gestört, dass man halt immer diese alten Gebäude hatten. Da habe ich mir halt damals gedacht, oder nee, ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Weil ich halt immer dieses DLC halt hatte, dieses Green Cities und so weiter. Aber das Ding war halt, ich habe nie gewusst, dass man die Gebiete erstellen muss und dann halt diese Green City Sachen drauf machen muss, diese modernen Gebäude. Habe ich nie gewusst. Naja, und wie es halt dann dazu verwill, sah dann immer alles so ein bisschen merkwürdig aus. So. Dauert noch ein bisschen, aber dann kommen wir gleich wieder ein Plus. Mal schauen. Aber wirklich, ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass die Staffel wirklich die beste Staffel werden wird, die ich vielleicht jemals gemacht habe. Jetzt ein bisschen schade, dass wir halt jetzt wieder so spät angefangen haben, damit sie halt jetzt wirklich durchziehen und regelmäßig Folgen bringen, dass es jetzt auch was wird, weil nicht, dass ich 10 Folgen mache und dann ist die Stadt geil und dann kommt der Nachfolger raus und dann, ja, wäre dann auch wieder ein bisschen blöd. Ha, muss ich mal schauen.
muss ich mal schauen. Das sind aber keine Einbahnstraßen, oder? Nee. Das hier ja. Aber das hier nicht. Warum fährt hier eigentlich niemand her? Will hier niemand einziehen? Oder wohnen die schon da? Drei. Achso. Oh, da kommt jemand. Da kommt die ersten Leute. Warte. Plapp. Wir können nicht so nah ran. Ah, ist das schön. Mal nicht auf irgendwas zu achten. Die Stadt brennt nicht ab. Ich hoffe halt auch wirklich, dass die Grafik geil wird. Und dass im zweiten Teil dann die Sachen auch nicht so komisch gebaut werden oder die Sachen so komisch aussehen. Weil in den Videos, die man halt jetzt so gezeigt hat, von den Farben bei der Auswahl oder so weiter, von der ganzen Rasterung, das sah teilweise immer noch ein bisschen, ich sag mal, hässlich aus. Das war jetzt nicht gerade schön. Okay, die parkt dort. Rennt aber ganz woanders hin. Das ist aber schon ein Plus. Wo rennen die hin? Ach, hier. Ah, ja, ja. Hockt sich gleich an den Tisch. Dekadente. Dekadente. Tante. Ich wollte nicht das... Ich wollte wirklich nicht das Wort sagen. Ich wollte Tante sagen. Und wäre mir fast falsch rausgerutscht. Nun gut. So, was haben wir da? Es hat geblinkt und gefiebt und gerüttelt. Ist aber noch gut, gell? Noch alles weit im grünen Bereich. So. Plöpp. Mal schauen. Ich würde dann gerne die Autobahn zukünftig vielleicht hier rüberlegen. Dass wir die dann, historische Gebäude, dass wir die dann vielleicht hier drüben irgendwo anbinden können. Dass wir halt hier eine durchgezogene Autobahn haben. Dann hätten wir hier halt so ein Gebiet. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich baue ja auch immer, eigentlich immer so kompakt. Hat man sonst auch immer gesehen. Die Städte waren ja immer so kompakt gebaut. Da konnte man nichts mehr dazwischen bauen. Straße an Straße komplett gequetscht. Andere bauen ja immer so freiflächig, weil wir haben ja Platz. Wir haben ja genug Platz. Wir können ja hier 180 Felder oder was weiß ich freischalten. Und ich baue halt jedes Mal immer so komplett gequetscht. Und ich weiß aber überhaupt nicht, warum. Oh, ein Drängler. Das ist ein Drängler. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Eine Grundschule, eine Mülldeponie, eine Arztpraxis, eine Freischule, ein Recyclingzentrum. Ja, da kommen einige Kosten auf uns zu. Okay, jetzt geht's aber los. Halleluja, jetzt kommen die Leute aber. Jetzt kommen die Leute aber in die Stadt. Jetzt hat sich rumgesprochen. Ey, Final Drop. Droplis. Nee, das wollte ich anders nennen. So. Alle denken jetzt, was für ein Schwachkopf, da kann ich schreiben. Ich wollte es anders schreiben. Bauen wir das mal hier rüber. Und das hier. Bauen wir auch mal hier rüber. Weil wir haben ja genug Strom.
War halt nicht alles angebunden. Okay, jetzt haben wir schon einen kleinen Weiler. Geht immer recht schnell. Jetzt können wir hier eine freie Schule bauen, Mülldeponie müssen wir alle bauen, alles bauen, Arztpraxen und so weiter und so fort. Wir haben ja hier Industrie. Dann können wir ja mal anfangen. Oder wir bauen sie erst ein Recycling. Ich weiß halt immer nie ein Recyclingzentrum. Schön und gut. Aber braucht man auch dann eine Mülldeponie oder reicht auch ein Recyclingzentrum? Das weiß ich halt immer nie. Was man dann genau braucht. Aber vielleicht passt es auch. Vielleicht brauchen wir dann gar keine Mülldeponie. Dann können wir hier einfach Müllreserven. Ja, lass mal es einfach mal. Man kann es ja mal testen. Wir machen einfach mal eine gute letzte Staffel, wo man einfach mal rumtestet. Und einfach mal so den grünen Weg geht. Umbenennen. Ja. Stadtviertel können wir noch nicht bauen. Die wollen aber jetzt schon mehr Industrie haben. Das hier ziehe ich einfach mal durch. Dann können wir hier zukünftig einen größeren Kreisverkehr machen mit einer größeren Einfahrt. Ah, das war doof. Das war blöde. So. Nicht genügend Jolt. Wir haben keinen Jolt mehr. So. Bumpften. Warte, ich lass mal kurz schnell laufen. Wie viel kostet denn das? 2000? Warum eigentlich so viel? So, dann bauen wir hier noch Industry hin. Oh, ich muss mal ganz kurz schauen. Ich muss mal den Player auf den anderen Monitor schmeißen, weil ich genau weiß, bei welchem Lied wir sind. Nicht, dass irgendwann mal hier das Ding... ...kommt. Und wir die normale Playlist laufen. Also bei welchem Lied sind wir denn da jetzt eigentlich? Bei... Ist er nicht. Ach so, ich glaube, ich habe zufällige Wiedergabe aktiviert, deswegen. Naja, gut. Ach, Mist. So. So, da können wir ja irgendwann mal... ach, die brauchen Wasser. Ah, nicht genügend Gold. 520. Komm. Am Anfang ist es immer so ein bisschen doof. Da braucht man immer so viel Geld. Und kriegt man nicht so viel Geld. Weil ich muss mal kurz schauen. Ich habe hier... Okay. Paket kommt wohl schon morgen. Wir haben nämlich für unsere Katze eine neue Trinkschüssel bestellt. Ja, nee, ich glaube, das geht nicht, oder? Schau mal hier, wie viel Dreck die machen. Da würde ich dann schon gerne immer, eigentlich gerne was dazwischen haben.
Warte, machen wir das hier nochmal dazwischen. Und dann bauen wir hier nochmal eine Straße hin. Und dann machen wir da Industriegebiet nochmal rein. Wieder 2000. Geht, glaube ich, so. Na, komm, komm. So, machen wir da. Plöpp. Industrie rein. Dann ist halt ein bisschen getrennt vom Wohngebiet. Ach so, die brauchen ja dann wieder. Ah ne, Wasser haben sie. So, dann ist ein bisschen. So, wieder normal. Wieder ein bisschen getrennter vom Wohngebiet. Ist, glaube ich, ganz gut. So, die Finanzen. Schule bräuchten wir dann auch. Was brauchen wir denn noch alles? Alles brauchen wir dann auch wieder hier. Da haben wir nicht so viel Geld. Noch ist alles so gemütlich. Wir sind noch eine Kleinstadt. Alle nehmen noch so den Fußgängerweg. Alles ist noch so klein und erreichbar. Oh, ein Baum. Und irgendwann kommt der Moment, wo das nicht mehr so ist. Da ist dann, da muss man dann Busse bauen und sonst was bauen und tralala und lalala. Aber noch ist es schön idyllisch. Wie viel kostet denn 10.000? Dann würde ich erstmal ein Krankenhaus bauen. Und danach eine Schule. Muss halt nur schauen, wo man das alles baut. Man könnte es natürlich jetzt hier so hinbauen. Aber das hat dann wieder die Sache. Ich baue das halt dann wahrscheinlich wieder zu kompakt. Und dann ist alles wieder so im Weg. Ich weiß auch nicht. Ich habe halt immer Schiss vor diesem kompakten Bauen. Das mache ich doch dann schon öfter. Das finde ich halt auch ein bisschen doof. Ach, cool. Neues Feld freigeschaltet. Spezialisierung Landwirtschaft, Feuerwache, Polizeiwache. Ganz klasse. Jetzt müssen wir die auch noch hinbauen. Feuerwache, Polizeiwache. Schau, es wird schon weniger. Jetzt haben wir nur noch 95 Frames. Und das wohlgemerkt mit der AMD 7900XTX Grafikkarte. So viele Frames. Da, hier. Weiß ich halt auch nicht, was ich davon halten soll. Weil eigentlich müsste die ja abgehen. Weil ich höre die ja nicht mal. Die gibt wahrscheinlich nicht mal Vollgas. Ach so, stimmt. Warte. Wir haben ja Geld bekommen. Ja, schon verloren. Wie viel kostet die? 12.000. Lass uns halt ein bisschen schneller laufen. Ah, jetzt haben sie wieder Stromprobleme. So. Jetzt haben sie keine mehr. Jetzt haben sie hier Arbeiter. Oh, wow. Wow. Okay, die bauen Arbeiter. So, jetzt fängt das Ding wieder an. Wo Arbeiter hin? Hier Arbeiter hin, oder? Ich wollte es eigentlich getrennt haben. Wenn ich halt jetzt hier alles hinbaue, dann geht es halt hier irgendwann bergab. So, was haben sie noch? Ja,
Jetzt können wir auch Stadtviertel schon festlegen. Also es geht immer zack, zack, zack. Der Anfang ein bisschen schwierig, aber dann, bumm, geht alles so viel schneller. Kommt man gar nicht mehr hinterher. Was, haben die schon wieder Stromprobleme?